Mein Tokio. Weltjournal-Reporter Alexander Steinbach führt durch die Hauptstadt Japans, die als künstlerische Drehscheibe gilt, aber zunehmend mit Überalterung und starren Strukturen kämpft. Herzlich willkommen beim Weltjournal. Sie sehen es schon, uns zieht es aus dem Studio hinaus in eine urbane Kulisse und das wieder den ganzen August. Vor dem Hintergrund Wiens führen wir Sie wieder in Städte dieser Welt und wir machen den Anfang in einer ganz besonderen Metropole, Tokio. Unser Weltjournal-Reporter Alexander Steinbach kehrt zurück in eine Stadt, in der er in den 80er Jahren gelebt hat. Heute ist Tokio hypermodern und doch gleichzeitig wieder konservativer, als es damals war. Ein Ballungsraum mit mehr als 38 Millionen Menschen, in dem viele doch versuchen, allein zu bleiben. Jeder zweite ist Single in dieser Stadt, in der die Menschen einander auf die Füße steigen. Sehen Sie jetzt Alexander Steinbachs Tokio. Einmal im Jahr befindet sich Tokio in einem gewissen Ausnahmezustand. Die Kirschblüte verzaubert die Millionenmetropole. Die ansonsten so ruhigen und zurückhaltenden Japaner vergessen die harte Arbeit. Überall werden in den Parks Feste zur Ehre der Kirschblüte gefeiert. Es ist ein Vergnügen, den Japanern bei diesem Spektakel wie hier im Ueno-Park zuzusehen. Beim gemeinsamen Genießen der Kirschblüte werden traditionelle Speisen und Getränke gereicht. Die Kirschblüte gilt als Inbegriff einer vollkommenen Schönheit, als Zeichen des Aufbruchs. Nach langer Reife fällt sie, sodass sie auch zu einem Symbol der Vergänglichkeit wird. Der Frühling ist in Japan eine sehr gesellige Zeit. Für viele Menschen beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Sei es mit der Aufnahme eines Studiums oder einer neuen Arbeitsstelle. Beides beginnt zumeist im April. Die Party in Pink lädt auch zu manchem Flirt unter der Blütenpracht ein. Die blauen Plastikplanen widersprechen allerdings dem legendären Ästhetikgefühl der Japaner. Nach zwei Wochen ist der Zauber vorbei. Das Leben in Japan nimmt wieder seinen normalen Lauf. Die Zeit der Kirschblüte ist auch eine Zeit der Reflexion, findet der Germanist Kenichi Mishima, einer der wichtigsten Philosophen des Landes. Was mich beunruhigt, ist, dass die Jugend, das junge Mädchen, was die politische Einstellung betrifft, immer konservativer wird, immer nationalistischer wird. Früher war es so, dass die alten Menschen konservativ sind, überall, weil sie an ihre Rente denken, an ihre Kriegszeit denken, an ihre ehemaligen Feinde denken. Aber das hat sich total geändert. Statistik zeigt, und auch im Gespräch, in vielen Restaurants, Kneipen, im Kontakt mit den jungen Menschen, die sind halt konservativer. Viele möchten Korea nicht, viele möchten China nicht. Viele kapieren gar nicht, dass China früher wirklich, China war früher wirtschaftlich wirklich am Boden. Inzwischen hat China natürlich ökonomische, was die ökonomische Leistungskraft anbetrifft, Japan längst überholt. Dann diese Probleme mit der Vergangenheit, ein Problem, das in Europa halbwegs gelöst ist, bewältigt ist, nicht ganz, aber immerhin. Und das ist noch schwierig immer noch. Und die Jugend ist immer kinderkritischer, koreakritischer, die scheuen China, hassen China und Korea. Und das ist natürlich echt ein Problem, dass die Jugend war immer Hoffnung auf die Versöhnung, auch in Europa. Und das scheint hier nicht der Fall zu sein. Das hat natürlich diese Konsequenz, dass die Elite, dass die Jugend, nicht nur die Jugend, sondern die meisten Japaner, die kaum Kontakt haben mit dem Ausland, kaum Zeitung lesen, einfach von der Elite, oder gut informierte Elite, die herrschende Elite, gesteuert wird, manipuliert wird. Die Eliten, die künftig das Sagen haben, werden hier ausgebildet, an der staatlichen Tokio-Universität. Hier habe ich einige Jahre als Lektor für österreichische Kulturgeschichte gelehrt.
Die Plätze an elitären Bildungsinstituten sind hart umkämpft. Das höchste Ziel ist ein Studium an dieser Universität, da die Absolventen einer relativ zukunftssicheren Laufbahn entgegensehen. Zumindest war dies in den 1980er Jahren der Fall. Die Zeiten haben sich geändert, berichten mir diese Germanistikstudenten. Anders als in früheren Jahren leben überdurchschnittlich viele junge Japaner von Teilzeitverträgen. Was erwartet sie später in der Arbeitswelt? Der Reichtum, zu dem das Land nach dem Zweiten Weltkrieg gekommen ist, beruhte auf der fleißigen und gewissenhaften Arbeit einer perfekt organisierten Gesellschaft. Die gibt es nicht mehr. Japan hat die höchste Burnout-Rate weltweit. Nach Regierungsangaben ist jeder fünfte Japaner in Gefahr, durch Überarbeitung zu sterben. Der Kampf gegen das extreme Pflichtbewusstsein der japanischen Arbeitnehmer wurde nun zum nationalen Anliegen. Die Regierung reagiert mit einer Initiative, die eine neue Lebensqualität verspricht: Work-Life-Balance. Mitarbeiter sollen wie hier in diesem Tokioter Bezirksrathaus nur mehr 8 Stunden täglich am Schreibtisch sitzen. Die neu gewonnene Freizeit stellt manchen vor scheinbar große Probleme. Wenn man ganz lange gewöhnt ist, dass viele Überstunden die Norm sind und dann plötzlich gesagt bekommt, so, jetzt gehen wir mal früher nach Hause, dann hadern viele Menschen mit der neu gewonnenen Freizeit. Und es ist traurig, aber wahr, dass viele Menschen nichts anzufangen wissen mit ihrer Zeit nach dem Job. Schwierig ist es auch, den Leuten zu vermitteln, wie sie während der Arbeitszeit effizienter arbeiten können. Ältere Mitarbeiter gehen dann mit gutem Beispiel voran und geben Tipps, wie sie die Freizeit genießen können. Die deutsche Soziologin und Japan-Expertin Carola Hommerich gibt der neuen politischen Initiative indessen wenig Chancen auf Verwirklichung. Ich glaube, die Regierung meint schon, dass sie da etwas unternehme. Mein Eindruck ist aber, dass es doch halbherzig ist. Also es gibt da neue Gesetze, neue Regelungen, wie viel Überstunden gemacht werden dürfen. Und die Unternehmen zum Beispiel machen dann irgendwann zu einer bestimmten Uhrzeit das Licht aus, damit die Leute dann nach Hause gehen. Aber was effektiv passiert ist, dass die Leute, die da noch arbeiten, die ein viel zu hohes Arbeitspensum zu erledigen haben, die schalten dann ihre kleine Tischlampe an und arbeiten weiter. Die Familie von Takayuki Kumagai lebt weit privilegierter als die meisten Einwohner von Tokio. Eine 4-köpfige Familie muss in Tokio laut Statistik mit 30 Quadratmetern auskommen. Die Miete dafür liegt im Durchschnitt bei 1.000 Euro monatlich. Edles findet sich für ca. 10.000 Euro und mehr. Kumagai-san kommt seit Kurzem in den Genuss von mehr Freizeit. Abends geht er mit seinen Kollegen immer seltener aus, bislang ein verpflichtender, fixer Bestandteil des Sozialverhaltens. Aber das geht ihm nicht ab. Und mit den finanziellen Einbußen durch den Wegfall der Überstunden kommt er klar. Während meiner Kindheit hat mein Vater eine Überstunde nach der anderen gemacht. Während der Woche habe ich ihn so gut wie nie gesehen. Im Vergleich dazu habe ich sehr viel mehr Zeit, die ich mit meinen Kindern verbringen kann. Als mein Vater gearbeitet hat, befand sich Japan in einem wirtschaftlichen Aufschwung. Man hat immer mehr Wohlstand geschaffen. Das ist jetzt anders. Der Wohlstand wird weniger, die Bevölkerung schrumpft. Aber dafür haben die Menschen mehr Zeit, die sie mit ihrer Familie verbringen können. Ich hätte gerne mit meinem Vater viele Dinge geteilt, aber jetzt habe ich wenigstens die Zeit, mit meinen Kindern über die wichtigen Themen des Lebens zu reden. Ein neuer Tag in Tokio, die Millionenstadt erwacht. Wir filmen in Tsukiji, dem größten Fischmarkt der Welt. 60.000 Menschen arbeiten hier. Täglich werden mehr als 400 verschiedene Fischsorten gehandelt. Für die beste Ware zahlen Sushi-Kenner mitunter zigtausende Euro. Japaner sind beim Essen geradezu besessen von der Qualität ihrer Zutaten. Jedes erdenkliche Meeresgetier, das in Restaurants auf Tellern landet, und in Japan landet dort so ziemlich alles, findet sich in einer der tausenden mit Eis gefüllten Styroporkisten. Nachschub kommt von hier. Bei Sonnenaufgang sind die Fischer vor der Küste Tokios am Werk.
schräges Erlebnis ist die Thunfischauktion um 6 Uhr früh. Große Thunfische werden für horrende Summen versteigert. Was bei der Auktion im Detail passiert, bleibt selbst Japanern zumeist rätselhaft. Den Jargon aus Fachwörtern und Abkürzungen verstehen auch Einheimische nicht. Früher waren die Thunfische weit größer. Die weltweite Überfischung hat Spuren hinterlassen. Ein besonderer Blickfang ist die Thunfischshow. Ein 80 Kilo Blauflossen-Thunfisch wird fachgerecht zerlegt. Tiefrot muss das Fleisch sein, fest und doch geschmeidig. 500.000 Tonnen Sushi werden in Japan Jahr für Jahr verspeist. Wann wird wohl der Nachschub zu Ende sein, frage ich mich. Auf dem Weg in die Stadt nehmen die Menschen in Tokio endlose Bahnfahrten in Kauf. Japan ist das Land der Perfektion und mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch das Land zu fahren, ist ein Vergnügen. Dieses Werk aus Schnellzügen, Nahverkehr und U-Bahnen ist eine große, gut geölte, annähernd perfekt funktionierende Maschine. Die Masse in den Bahnhöfen bewegt sich, ohne zu schubsen, erzeugt Druck, ohne zu unterdrücken. Weil es so voll ist, braucht es natürlich auch Regeln. In vielen Bahnhöfen ist klar geregelt, an welcher Stelle man in welche Richtung laufen darf. Die Millionenmetropole Tokio schläft nicht. Ihre Bewohner haben mit durchschnittlich 6,5 Stunden Schlaf die weltweit kürzeste Nacht. Die meisten Tokioter haben mehr als 2 Stunden Arbeitsweg. Tokio raubt die Orientierung und das nicht nur für Touristen. Wer in Tokio unterwegs ist, wird erbarmungslos mit dem eigenen Nichtwissen konfrontiert. Beeindruckend ist die Shibuya-Kreuzung, die zu Stoßzeiten bei jeder Grünphase von bis zu 15.000 Menschen überquert wird. Man muss viele Menschen treffen und weite Wege zurücklegen, um eine Idee von Tokio zu bekommen. Den öffentlichen Raum gestalten Japaner nicht, städtische Plätze gibt es nicht. Aber alles hat seinen Platz, seinen Plan und Takt, seine öffentliche Ordnung. Jeder ist hier für sich, jeder für sich alleine. Man trifft sich auf dem Platz vor dem Hachiko-Denkmal, dem berühmten Hund, dessen Geschichte auch verfilmt wurde. Er gehört einem Universitätsprofessor. Jeden Abend war Hachiko pünktlich zur Stelle, um seinen Herrn vom Bahnhof abzuholen. Eines Tages starb der Professor. Hachiko trottete aber weiterhin zur gewohnten Zeit, zum gewohnten Ort, bis er nach 10 Jahren selbst das Zeitliche segnete. Er gilt als Symbol für Treue und Zuwendung. In den 1980er Jahren konnte ich die goldenen Zeiten in Tokio für einige Jahre erleben. Immer wieder bin ich für Reportagen zurückgekehrt. Dies war die Zeit, als Japan als Land der Zukunft galt. Manager reisten nach Japan, um die Erfolgsgeschichte zu studieren. Lernt von Japan, hieß der Schlachtruf damals. In den 90er Jahren platzte eine beispiellose Immobilienblase. Die Wirtschaft schlitterte in eine Krise. Japan hat sich wirtschaftlich bis heute nicht so recht erholt. Die Bevölkerung altert, Traditionen verschwinden. Gast in Japan zu sein, ist ein zumeist sehr angenehmer Zustand. Es wird so gut es geht versucht, dem Fremden zu helfen. Kleine kulturelle Missverständnisse werden gern übersehen. Doch bleibt Japan fremd, frage ich einen befreundeten Landsmann, der seit 39 Jahren in Tokio lebt. Wir treffen ihn in einem Bezirk unweit des Zentrums. Tokio ist auch ein mehr dörflicher Wohnviertel. Fast die Hälfte der Tokioter lebt noch in winzigen Einfamilienhäuschen. Ich
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Japaner einen sehr bereitwillig integrieren, sofern man zu erkennen gibt, dass man das möchte. Dass man sich nicht ausschließt. Dass man bereit ist, mitzumachen, auch wenn man es nicht gut kann. Und sich tollpatschig benimmt. Sie tolerieren das. Sie erwarten das fast. Es ist so, man braucht mindestens 3 bis 4 Jahre, um in Japan leben zu lernen. In diesen 3, 4 Jahren kräht zu Hause keiner mehr nach einem, außer der Familie. Und das ist wie bei einem Baum, aus dem man einen dicken Ast herausschneidet. Nach ein paar Jahren ist er zugewachsen. Und wenn man hier leben gelernt hat, ist das Leben hier sehr angenehm. Die Menschen sind nett, die Einrichtungen sind gut. Es ist alles da, was man braucht, mehr. Und selbst die Bürokratie hat ein freundliches Gesicht, ist höflich. Einer der vielen Gründe, die für einen Aufenthalt in Tokio sprechen, ist das reiche Angebot an kulinarischen Köstlichkeiten. Tokio hat mit 12 Drei-Sterne-Restaurants mehr höchst dekorierte Gourmet-Tempel als jede andere Stadt der Welt. Seit 2014 ist die traditionelle Küche des Landes Teil des Weltkulturerbes. Nur der französischen Küche wurde diese Ehre bisher zuteil. Wenn man bereit ist, bizarre Speisen zu probieren, gibt es keinen besseren Weg, sich mit Japan auseinanderzusetzen. Erlesenheit ist in den kleinsten Stuben zu finden. Das Streben nach einfachem Genuss, der dennoch raffiniert ist. Ein Rückzugsort vor dem Trubel der Großstadt ist die Anlage des Meiji-Schreins im Zentrum Tokios. Viele Japaner nutzen den Schrein als Ort der Spiritualität. Kein Gründer, keine Lehre, keine heilige Schrift. Der Shintoismus wird ausschließlich in Japan praktiziert. Ein besonderes Ereignis ist eine Hochzeit im Meiji-Schrein. Der Shintoismus vergöttert die Natur, kennt viele Götter und lebt mit dem Buddhismus in einer friedlichen Koexistenz. Die Japaner sind sowohl Shintoisten als auch Buddhisten. Je nach Lebenslage verschiebt sich die Gewichtung. Wenn man in Tokio einen traditionellen buddhistischen Tempel besuchen will, ist der Sensoji die beste Adresse. Die Beliebtheit dieses Tempels hat mich immer fasziniert, wegen seiner vielen Souvenirläden und seinem bunten Treiben. Beliebt ist der Blick in die Zukunft. Man schüttelt eine Blechbox so lange, bis man ein Stäbchen herausziehen kann. Auf diesem Stäbchen steht die Nummer von einer der 99 Schubladen. Die gezogene Nummer verheißt zumeist großes Glück. Der Gang zum Feuerbecken ist Pflicht. Der Rauch reinigt die Gläubigen. Abkehr von der Hektik Tokios. Aus Japans Erde dampft eine exotische Badelust. Gesellschaftliche Unterschiede spielen im sogenannten Onsen keine Rolle. Das heiße Wasser wird zum Schmelztiegel der japanischen Gesellschaft. Der strikte Verhaltenskodex, der das soziale Leben regelt, ist hier gelockert. Gebadet wird zwar überall auf der Welt, aber kaum nirgendwo so ausgiebig und stilvoll wie in Japan. Dieses Onsen besuche ich bei jedem Japan-Trip. Die seismischen Aktivitäten führen naturgemäß zu einer Vielzahl von Erdbeben. Japan ist eine der seismisch aktivsten Regionen der Erde. Unter Nippons glitzernder Hauptstadt stoßen gleich 3 der Platten zusammen, aus denen sich die Erdoberfläche zusammensetzt.
Zahlreiche Gebäude in Tokio stehen auf Erschütterungsdämpfern. Diese fangen zwischen dem Fundament und dem Gebäude die Energie flexibel ab. Der Garten des Roppongi Hills Gebäude dient als Evakuierungsfläche. Unter dem Rasen liegt eine riesige Stahlbetonplatte, die auf hydraulisch gedämpften Pfeilern gelagert ist. Zudem gibt es ein flächendeckendes Frühwarnsystem. In diesem Notfalllager befinden sich Vorräte für 5000 Menschen, die für 3 Tage reichen sollen. Früher galt die Devise, raus aus den Häusern im Falle eines Bebens. Diese Strategie hat sich geändert seit dem großen Beben in Kobe Mitte der 90er Jahre. Denn jedes Mal nach einem Erdbeben werden die Standards verschärft. Jetzt werden Hochhäuser in vielen Fällen so gebaut, dass man während der Erdstöße drinnen verweilen kann und soll. Auch das Leben soll ganz normal weitergehen. Das ist das aktuelle Ziel des Katastrophenschutzes. Zur Zeit des großen Erdbebens von 2011 wurde Japan weltweit in den Medien für den ruhigen Umgang im Angesicht der Katastrophe gepriesen. Durch die Erfahrung mit Naturgewalten lernt man offensichtlich, die Lehren der Natur hinzunehmen. Das öffentliche Leben in Tokio ist ruhig und wenig emotional. Geduld ertragen können, Rücksichtnahme nicht auffallen, nicht stören. Aber eingebettet sein in die Gemeinschaft ist die Devise. Auf den Straßen gibt es keine Bettler und es stehen keine Menschengruppen irgendwo herum, die nicht wissen, wohin sie sollen. Ein anderes Lebensgefühl als in Europa. Ein Lebensgefühl ist in Tokio hingegen sehr präsent. Die zunehmende Einsamkeit der Menschen. Ein Phänomen von Wohlstandsgesellschaften, das in Japan wohl seine Zuspitzung findet. Die Japaner testen nicht ganz freiwillig, was mit einer hochentwickelten Zivilisation geschieht, die irgendwie im Stillstand verharrt. Es gibt immer mehr Menschen, die alleine wohnen, alleine leben. Also nicht nur, also alte Menschen ist eine große Gruppe, in der das zunimmt, dass man eben nicht mehr zusammen mit den eigenen Kindern lebt, sondern alleine, entweder weil die irgendwo anders leben oder weil sie nicht zusammenleben wollen oder vor allen Dingen, weil man selber nicht zur Last fallen will. Da gibt es verschiedene Faktoren sicherlich. Aber gleichzeitig gibt es auch in der jungen Generation eine Zunahme an Menschen, die alleine leben, die keinen Partner finden, vielleicht auch finanziell gar nicht in der Lage sind, zum Beispiel zu heiraten, eine eigene Familie zu gründen. Also dieses Problem der Einsamkeit, das gibt es auf jeden Fall. Die auch verzweifelt versuchen, zum Beispiel eine Liebesbeziehung einzugehen, aber einfach nicht den entsprechenden Partner finden. Tokio ist der größte Single-Markt des Planeten. Der Anteil der Single-Haushalte hat 50% erreicht. Da laufen sie aneinander vorbei, die jungen Männer, die Angst haben vor den Frauen und die jungen Frauen, denen die Männer oft nicht gut genug sind. Kann man die Sehnsucht nach Nähe verlernen wie eine Fremdsprache? Wir filmen im Rotlichtviertel von Shinjuku, einem der großen Bezirke in Tokio. Hier gibt es Prostitution jeglicher Art, die vornehmlich in Bars stattfindet, Kinos, Karaoke-Bars und Spielhöllen. Das Nachtleben hat für alle Geschmäcker etwas zu bieten. Nirgendwo ist Japan enthemmter. Das Problem mit der Sexualität ist in Japan scheinbar so brisant, dass die Medien für jedes soziale Phänomen einen eigenen Begriff finden. Heterosexuelle Männer, für die Beziehungen und Sex unwichtig sind, nennt man Pflanzenfresser. Eine ehemalige Domina therapiert in Tokio Betroffene. Vor 80 Jahren
Sorry, natürlich in den 1980er Jahren. Da waren die Männer sehr aktiv, sehr fordernd, haben nichts anbrennen lassen. Das gibt es jetzt überhaupt nicht mehr. Oft sind Männer und Frauen im gleichen Zimmer und es passiert nichts. Die Männer haben überhaupt nicht mehr das Bedürfnis, Frauen zu berühren. Für viele ist es viel wichtiger, ihren Hobbys nachzugehen. Hobbys sind wichtiger als Sex. Sie empfinden Sex in vielen Fällen als notwendiges Übel. Für Frauen hingegen dient Sex als Bestätigung dafür, dass sie gebraucht werden. Heute haben die Frauen nur mehr selten jemanden, der ihnen diese Bestätigung gibt. Deswegen bleiben viele für immer kleine Mädchen. Die Politik verdrängt die Kehrseiten der drittgrößten Volkswirtschaft der Erde. Die Ära der Harmonie, in der sich Bürger beim Staat und dem Arbeitgeber geborgen fühlten, wurden längst über Bord geworfen. Tokio gilt weltweit als eine der teuersten Städte. Auch für viele Menschen mit Einkünften ist das Leben kaum bezahlbar. Eine Einzimmerwohnung um 1000 Euro, das entspricht etwa einem Drittel des durchschnittlichen Bruttoeinkommens, das können sich viele nicht leisten. Die Menschen, die die Gesellschaft entlassen hat, findet man im Schatten der Hochhäuser. Die Obdachlosen gelten als die Unsichtbaren. Jede Nacht bauen sie ihr eigenes Reich, eine Siedlung aus Pappe. Es gibt mittlerweile auch eine wachsende Unterschicht von Menschen, die wirklich jeden Monat gucken müssen, habe ich noch genug Geld, komme ich zurecht, kann ich die Miete zahlen? Und es gibt auch immer mehr, die ihre Miete nicht mehr zahlen können und dann durch nicht nur auf der Straße leben, sondern die sind gar nicht so sichtbar hier, sondern die sind die sogenannten Netcafé-Flüchtlinge, nennt man die auf Japanisch, die dann nachts in so Internetcafés, in so kleinen Cubicles, Kojen übernachten, die aber keinen festen Wohnsitz haben und für die es auch ganz schwer ist, wieder zurückzukommen in so einen geregelten Lebensrhythmus, denke ich. Also schwer, dann wieder eine Wohnung zu finden. Also man sieht eine starke Spaltung der japanischen Gesellschaft und die sieht man nicht nur Tokio im Vergleich zum Rest des Landes. Also ich glaube, in den 80ern war es vielleicht stärker, dass vor allen Dingen in Tokio da ballt sich so der Reichtum und man sieht vor allen Dingen den Aufstieg und allen geht es wunderbar. Aber mittlerweile sieht man auch in Tokio sehr stark, wie sich die Gesellschaft ausdifferenziert und ein stärkeres Oben und Unten. Das ist sicherlich stärker geworden. Der Flaneur übersieht viele Schattenseiten der Großstadt. Für die Nachtschwärmer zählt etwas anderes. Dieses wohlige Gefühl, wenn der Tag vorbei ist, das erste Bier ein tiefer Schluck. Beschwipst fällt das Plaudern leichter. Bei Bier und Sake fallen mit den Hemmungen auch strikte soziale und hierarchische Schranken. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, am nächsten Tag zu vergessen, was Alkohol umnebelt, am Vorabend gesagt wurde. Hier im Vergnügungsviertel Golden Guy im Zentrum Tokios florierte bis zu den 1960er Jahren die Prostitution. Heute kommen die Menschen zum Feiern. Es wird einfach getrunken und geträumt. Geträumt von einem Tokio, das für jeden Einsamen irgendwo einen Stammplatz bereithält. Wenn Sie sich an dieser Stadt nicht satt sehen können, gleich gibt es mehr. Im Weltjournal Plus zeigen wir, wie Tokio immer wieder wie Phönix aus der Asche zu steigen versteht. Die ehemalige Siedlung aus Holzbauten, die vor 150 Jahren gerade einmal 1 Million Einwohner hatte, wurde im 20. Jahrhundert zweimal zerstört. Erst durch ein Erdbeben, dann im Zweiten Weltkrieg. Aber Tokio lässt sich nicht unterkriegen. Bleiben Sie dran. The
Weltjournal Städteporträts. Raimund Löw präsentiert Mein Hongkong. Die ehemalige britische Kronkolonie ist längst Teil der Volksrepublik China, hat sich aber weitgehende politische Freiheiten bewahrt. Leben im Schatten der Supermacht. We say hello to the Austrian TV. Mein Hongkong. Weltjournal und Weltjournal Plus nächsten Mittwoch in ORF 2.